Dann herzlich willkommen zur 5 vor 12 Serie für den Service von Marella Bax. Mein Name ist Martin Lange und ich bin heute hier mit dem Michael Braun, der mich dahingehend unterstützt, dass er mir die kritischen und richtigen Fragen stellt zu dem, was wir uns heute vorgenommen haben, ein bisschen darüber zu plaudern. Was macht denn Zeitmanagement im Service aus und ist das überhaupt möglich, Zeitmanagement im Service zu machen? Hallo Genau, das ist Michael. ja. Hallo, Martin, hallo. Genau, du hast es ja schon als Frage auch formuliert. Wäre jetzt auch mein Ansatz gewesen: Zeitmanagement im Service, geht das überhaupt? Also, ich kenne das ja immer von meiner Position aus: Zeitmanagement. Morgens nehme ich mir halt ein paar Sachen vor, die weiß ich, irgendwie möchte ich abarbeiten, aber irgendwie nach einer Viertelstunde am Tag weiß ich oft schon, das wird's nicht. Aber du kennst ein paar gute Strategien, wie man das vielleicht zumindest eingrenzen kann, dass man sich so ein bisschen an den Fahrplan hält. Ja, unbedingt. Ich meine, klar, ich kenne keine Serviceeinheit, also zumindest nicht bei meinen Kunden, die mehr Zeit hat oder mehr Personen hat, als sie braucht. Also alle sind eher getrieben, ja, vom Kunden vor sich hergetrieben, natürlich ganz gerne. Und oder glauben wir das so zu sein, ja. Und dazu hat Marella mir auch noch ein schönes Bild zur Verfügung gestellt. So fühlt es sich ja manchmal an. Wir sind gar nicht selbst gesteuert, sondern alles kommt irgendwie von außen. Ja. Und die gute Grundidee tatsächlich ist, sich trotzdem Zeit zu nehmen, ja, und für Zeitmanagement. Und sei es jetzt für mein persönliches eigenes, aber auch natürlich gerade für die in leitender Position, für meine gesamte Abteilung. Ja, das macht ja immer keinen Sinn, wenn man irgendwie versucht, alles zu machen, weil man dann nichts richtig macht. Und das ist immer dann also das Gefühl, was einem dann Ja, schnell aufkommt. Klassiker, Prioritäten zum Beispiel, gell? Ganz toll. Und alles ist ja irgendwie wichtig und schwierig und dringend und ich muss das auch selber machen. Ja, und da sind wir ja schon mittendrin bei dem Gedankenwerk, was man vielleicht mal spinnen kann zu Beginn, wenn man sich über Service Gedanken macht. Ich habe ein Zitat mir rausgesucht von Ruth Kohn. Ruth Kohn ist eher bekannt aus der Psychologie, themenzentrierte Interaktion. Also sie hat einen ganz tollen Spruch gesagt, den ich immer nehme, wenn es um das Management von Zeit geht. Und zwar, ihr habt den mal hier reingehalten. Also, sie hat gesagt, wenn du keine Zeit hast, nimm dir am Anfang viel davon. Ja. Und ist auch tatsächlich nicht so ganz einfach. Ich meine, das Plädoyer für gute Planung gegen blinden Aktionismus ist unheimlich schwer einzuhalten. Und am schwierigsten einzuhalten bei Aufgaben, die wir leicht finden, also die uns ganz leicht fallen und denken, ah, das kann ich, geht ganz schnell. Und dann fange ich sofort an, ohne erst mal zurückgelehnt zu haben und mir über den Tag Gedanken gemacht zu haben. Da ist immer so ein bisschen dieser Mal-eben-Faktor dabei. Ich mache das Ja, mal eben mal und dann, eben. genau, und dann guckt man irgendwie, ach, schon wieder eine Stunde rum. Okay. Zack, genau. Ja, und es ging ja auch so schön schnell und ich habe dann sofort angefangen. Und im Projektmanagement ist das ganz selbstverständlich. Da macht man sich einen Plan, da gibt es ein Gantt-Diagramm, da sind Aufgaben voneinander abhängig. Die müssen delegiert werden. Da ist das klar, wenn ich ein größeres Projekt habe. Aber so gut kann man sich da auch für den Alltag schon was von abschauen, ja, von diesem Projektmanagement. Und das ist es ja auch. Also wie manage ich denn jetzt irgendwie tatsächlich meinen Tag? Und mir fallen da auch neben den Tools, auf die komme ich gleich nochmal, auf die Zeitfresser ein. Meine Zeitfresser, ich hoffe, der Kunde ist nicht, wird nicht so betrachtet im eigenen Unternehmen als den Zeitfresser, aber so eher sind das so Sachen, die ungeplant sind. Also Chaos, das aufkommt, ja. Unnötige Arbeiten, wo ich dann denke, Mensch, das hätten wir auch vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt machen können oder muss ich das selbst machen? Prioritäten, die sich dauernd wechseln, also Jump in, Jump out, habe ich allein schon viele Reibungsverluste. Streit oder auch Kontrollzwang. Ja, also wenn ich hinter allem herrenne, sorge ich vielleicht zwar für Sicherheit, aber das Maß oder Augenmaß ist da sicherlich wieder richtig. Ja, und natürlich auch jetzt in der heutigen Zeit auch den technischen Faktor immer noch ein bisschen mit einbeziehen. Also Ja, bin ich. es kann immer mal was nicht funktionieren. Ich habe vielleicht gerade kein Internet oder der Rechner macht ein Update oder bei der Zoom-Session, so wie wir die jetzt machen, auch beliebt irgendwie, man will starten, es wird noch eben ein Update geladen und dann steht man da, ne? Sowas. Prima Idee. Ja. Also genau, Zeit für Unvorhergesehenes und Zeit für Puffer, ja, also sich Puffer einzuplanen, ja, nimmt man sich oft gar nicht. Und vor allen Dingen auch für persönlichen Puffer. Also was ja sehr weh tut, ist, wenn ich mich ständig überfordert fühle. Ja. Und das treibt mich vielleicht dann halt auch hin in eins der Schlagworte unserer Zeit, Burnout. Ja, den mache ich mir ja in der Regel auch selbst. Und das hat viel damit zu tun, wie
gut. Ich mich fühle damit selbst, mein Leben, meinen Alltag, meine Arbeitszeit unter Kontrolle zu haben oder Einfluss darauf zu haben und nicht nur der Getriebene zu sein. Ja. Und ein paar Tools habe ich natürlich mitgebracht. Also erstmal so für mich selbst, lassen sich auch in der Regel gut über die Abteilungen tun. Also ich gehe mal davon aus, wir haben eine To-Do-Liste. Wenn nicht, wäre das der Schritt vor dem, den ich jetzt mache, sich erstmal aufzuschreiben, was gibt es denn überhaupt zu tun, was habe ich denn alles vor? Und vielleicht ein paar bekannte Sachen kann man immer wieder erzählen. Die hier zum Beispiel, die 3-Minuten-Regel. 3-Minuten-Regel heißt nichts anderes als, was du in 3 Minuten erledigen kannst von deiner To-Do-Liste, tu sofort. Ja. Und ich frage meine Teilnehmer, drängen sie auch immer, warum ist denn diese überhaupt so erfolgreich, diese 3-Minuten-Regel? Das klingt doch jetzt irgendwie ziemlich banal. Und der Erfolg kommt hauptsächlich daher, dass es genauso viel Zeit, ja, wenn es unter 3 Minuten zu erledigen ist, kostet, darüber nachzudenken, wann mache ich das oder an wen kann ich das delegieren. Also die Sachen weg erstmal vom Tisch. Und wenn da 10 Stück von draufstehen, sind die in einer halben Stunde, ist in einer halben Stunde meine Liste, ja, mindestens, wahrscheinlich sogar schon schneller, in einer halben Stunde 10 Stück weniger sind dann drauf auf meiner To-Do-Liste. 10 Dinge. Wie ist das für dich dann in der Praxis? Wie machst du das? Also ich stelle mir jetzt vor, ich sitze hier und arbeite an einem Projekt. Also jetzt in meinem Fall ist es vielleicht irgendwie ein Text oder sonst irgendwie. Und es kommen halt ständig E-Mails rein, wo ich dann drauf gucke, wo ich auch sage, okay, das könnte ich jetzt in 3 Minuten beantworten. Aber da bin ich natürlich aus meiner Arbeit immer raus. Hast du dann auch so Strategien, wo du sagst, nee, ich habe jetzt so eine Art Fokuszeit, in der ich jetzt erstmal an diesem Projekt arbeite, egal was Ja, reinkommt? und die Fokuszeiten haben sogar noch einen zweiten Aspekt. Na klar, nehme ich mir Zeit für E-Mails, das könnte man ja sagen, E-Mails beantworten dauert nicht so lange. So, jetzt sind es aber nicht eine E-Mail, dann könnte man mit der 3-Minuten-Regel ja noch klarkommen, sondern viele E-Mails. Und das heißt, ich brauche einen Zeitpunkt, wo ich mich um die E-Mails kümmere. Ich kann das auch aufteilen, kann sagen, ich mache 10 Minuten dann, ich mache 15 Minuten dann oder meine E-Mail-Zeit des Tages ist eben die und die. Und ich schaue bei den Zeiten, wo lege ich was hin, ganz besonders auf den Tagesverlauf, also auf meine Leistungskurve. Trainings, Meetings, sowas vorzubereiten, braucht ein bisschen Zeit und es braucht Konzentration. Also das sind so Sachen, die kann ich vormittags. Also meine Leistungskurve fängt vormittags an, geht ziemlich schnell nach oben, ja, fällt mittags mal kurz ab in die ins Suppenkoma, ja, und hat nachmittags noch einen kleinen Peak. Aber das, was ich an Konzentration, an sag ich mal, Arbeit, Denkarbeit mache, mache ich immer in der besten Zeit, sofern möglich. Ja, weil nachmittags brauche ich dafür länger. Ja, Da mache ich klar. Standards. Ja, so. Zum Glück sind wir in unserem Alter schon früh wach. Ja, genau. Das nützt auch tatsächlich, genau. Ja, also wer seine Highlights, seine Konzentrationsphase am Nachmittag hat, legt sich die komplizierten Sachen am besten dahin. Das kann auch Sachen sein, welche Tickets arbeite ich ab, sofern sie nicht in der Priorität festgelegt sind. Ja, dann kann ich auch sagen, Mensch, für dieses Ticket, das ist ein ziemlich komplexer Fall, den der Kunde da hat. Das schaffe ich am besten, ja, kenne ich mich am besten um 14:30 Uhr, 15 Uhr des Tages, ja, dann habe ich meine Hoch. Oder es ist eben um 10 Uhr, dann kümmere ich mich darum. Ja. Lasse mich dann nach Möglichkeit auch nicht rausnehmen. Das heißt, wie schaffe ich das? Also, ja, ich werde rausgerissen, dann kommt doch noch was Wichtiges. Chef steht hinter mir, sagt, das muss sofort gemacht werden. Oder der Kundenanruf ist dann doch der wichtigste. Wenn ich Sachen habe, für die ich Zeit brauche, muss ich sie mir nehmen. Brauche auch in der Abteilung oder für mich Möglichkeiten, wie kann sich jemand rausziehen? Großraumbüro, nicht so leicht, ja, zum Beispiel. Und ich habe viele Kunden, die das sehr gut machen, inzwischen eben mit Ruhebüros. Und in diesen Ruhebüros gibt es einen standardisierten Arbeitsplatz. Ich kann also meine Systeme nutzen, meinen Rechner nutzen. Da drin ist aber Telefon verboten. Ja. Im Extremfall ist sogar eine Kiste vor dem Büro, wo ich mein Handy reinlege, ja, bevor ich das betrete. Ja, wir kommen ja kaum um Ablenkungen herum heute. Es ist so leicht, sich ablenken zu lassen. Ja, ich Und buche auch immer gerne so einen Abteil bei der Deutschen Bahn, wo ja, dieses Handy genau, durchgestrichen ist, wo O-Symbol. es. Es gibt natürlich immer einen, der trotzdem telefoniert. Aber ja, manchmal ist es halt auch ganz lustig, weil dann, das sind dann noch ältere als wir, die dann irgendwie anrufen, ja, ich bin jetzt gerade losgefahren oder ich komme in 10 Minuten an. So ist Ja, es. absolut, Ja. genau. Aber es ist schon mal deutlich reduziert. Und das ist Ja, ja schon gut genau. geplant. Ich habe mir Genau. schon mal einen Gedanken gemacht. Ich will eine gewisse Zeitruhe haben. Und da bin ich ganz bei Ruth Kuhn. Den Gedanken habe ich mir morgens schon gegeben beim Buchen. Ja, meiner Genau. Strecke oder meines Tagesverlaufs. Und trotzdem treiben mich ja immer Prioritäten. Und altes Tool, ja,
auch ganz bekannt, die Eisenhower-Matrix. Ja, das heißt, hier unser, ja, den wir kennen, Dwight D. Eisenhower, Feldherr General im Zweiten Weltkrieg, späterer US-Präsident, der hat ja auch das Thema. Ja, der hat gesagt, ich kann mich nicht mit Dingen befassen, die mich von den wichtigsten Dingen ablenken. Ja, ich brauche einen Fokus auf die wichtigsten Dinge. Und dann hat er es aufgeteilt und hat gesagt, ich sortiere alles danach nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. Ja, ist es nicht wichtig, ist es nicht dringend, kommt es in die Tonne. Also auch nicht später irgendwo hin, sondern es kommt weg. Ist es schon irgendwie dringend, aber nicht so super wenig wichtig, braucht es vielleicht nicht meine persönliche Aufmerksamkeit und ich kann die Sachen delegieren. So. Ist es zwar sehr, sehr wichtig, also ich muss mich da persönlich drum kümmern, aber nicht sofort, ist nicht ganz so dringend, zack, kommt es in den Kalender. Ja. Ist es wichtig und dringend? Natürlich, ich und so fort. Ja, da gehe ich die Sache auch an. Und wenn ich mir etwas Disziplin dran halte, schaffe ich das auch ganz gut. Brauche mich natürlich nicht der Illusion hinzugeben, dass sich die Prioritäten über den Tag nochmal verändern. Ja, aber so ein guter Plan gibt mir schon etwas Kontrolle zurück. Und vielleicht ist in meinem Plan auch immer ein Zeitraum für das Unvorhergesehene oder höhere Prioritäten. Bin Ja, ich schon auch wieder gut im Plan unterwegs. ist ja auch mal die Frage, was man sich selber zumuten möchte und zumuten kann. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt, ne, Thema Burnout, aber generell auch dann die eigene Leistungsfähigkeit einschätzen zu können, ist natürlich schon immer ein Ja, wichtiges Thema. und ich will ja abends noch mit ein bisschen Energie nach Hause gehen und auch noch Zeit für was anderes haben und nicht nur umkippen. Ja, Genau, wenn ja. es irgendwie geht, ja, versuche ich das mit einzuplanen. Also, mein Plan sagt, abends noch Energie übrig haben. Steht vielleicht auf meiner Liste nicht drauf bisher. Ja, so ein Satz hilft mir, mich daran zu erinnern. Dann hast du eben gesagt, Projekte. Ja, also beim Projekt, wie kriege ich ein Projekt hin? Für manche ist schon ein Projekt die Steuererklärung, ja, und für andere etwas viel mehr. Und mir hilft tatsächlich immer wieder, Steuererklärung ist auch nicht so mein Steckenpferd, vielleicht teile ich das mit vielen, und zwar auch ein klassisches Tool, immer wieder gerne vergessen, Salamitaktik, ja, oder wie isst man Elefanten in Scheiben, könnte man sagen, ja. Also das heißt, große Aufgaben, komplexe Projekte in kleine Stücke einzuteilen. Hat zwei wunderbare Effekte. Der eine Effekt ist, es wirkt nicht mehr so überwältigend, wenn ich statt der Steuererklärung in meiner To-Do-Liste nur drin habe, Belege sortieren und dann aufhöre. Mehr nicht. Nur Belege sortieren. Ja, fertig. So, und dann ist das eine meine Aufgabe. Das passt vor allen Dingen, ja, zweiter schöner Effekt daran, irgendwo noch in meinen Kalender, in irgendeinen Zeitschlitz. Das kann ich machen. Wenn da drin steht Steuererklärung, heißt das, ich brauche den ganzen Tag vielleicht. Ja. Und so, Salamitaktik immer wieder schön gegen das Überwältigende, gegen den Berg und eben in sinnvolle Stückchen, die ich dann auch bewältige. Da muss ich auf jeden Fall auch noch dran arbeiten. Ich Ja, lasse die Sachen auch immer liegen und habe diese, dann, ja. ich mache das dann an dem und dem den ganzen Nachmittag und dann, oh, dann schiebt man es, Boah. schiebt man es, schiebt man es und dann Ja. irgendwie. Und du hast ja das Geräusch schon gemacht. Boah. So, so Genau. fühlt es sich dann auch tatsächlich an, ja, so diese Berge dann dazu. Und dann kommt dieses Prokrastinieren noch dazu. Dann denkt Ja, man, ich mache jetzt nicht. erstmal nochmal eben das, bevor ich diesen großen Berg anpacke. Und dann, Ist super naja. Stichwort, ist meine nächste Karte hier. Ja. Eat the Frog, ja, oder die Kröte schlucken. Heißt ja nichts anderes, als ich mache die unangenehmen Sachen zuerst. Hat auch wieder wunderbare Nebeneffekte oder direkte Effekte. Das eine ist, wenn ich sowas vom Tisch habe, dann belastet es mich nicht weiter. Solange es da steht und ich in meinem Kalender die Steuererklärung für Donnerstagnachmittag habe, ist die eben da. Und jedes Mal, wenn ich reingucke, denke ich, wieder dieses Geräusch. Ja. Ist es weg? Ist das schon mal schön? Und es gibt kaum etwas Schöneres, als unangenehme Dinge erledigt zu haben. Ja, mal schauen, ich habe dazu auch noch mal eine Folie von Marilla. Hier, mein Lieblingsspruch von Jens Korsen, einem meiner Lieblingscoaches, ist, Glück ist eine Überwindungsprämie. Der Satz fasst unheimlich viel Lebensweisheit in vier Worten zusammen. Ja, das heißt, immer dann, wenn mir etwas gelingt, etwas zu erledigen, etwas zu tun, wo ich Befürchtungen hatte, was mir schwer gefallen ist, ja, und das ist dann erledigt, gibt es wahnsinnig viel Energie. Ja, viel Freude und Energie löst allein das aus. Ja, ich Ganz wunderbar. musste letztens einen Förderantrag ausfüllen für ein Projekt. Und als ich damit fertig war, da war ich auch
sehr, sehr glücklich. Also ich weiß, wovon du sprichst. Ja, genau. Sofort erzeugt es das, gell? Gerade wenn das so ein Berg vielleicht war. Und vielleicht noch eins, wird oft unterschätzt, ist aber auch nicht ganz zu ernst zu nehmen in den Zahlen. Ja, kennt vielleicht auch noch jeder das Pareto-Prinzip 80-20. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die Pareto da herausgefunden hat. Aber Pareto hat auch herausgefunden, dass er sagt, ja, meistens ist es so, dass wir 80% unseres Ergebnisses auch schon mit 20% Einsatz, also Arbeit, reinarbeiten in dieses Ding, in das Thema erreichen. Jetzt haut das natürlich nicht immer hin und manchmal brauchen wir auch 100%, ja, und es ist auch keine Einladung für Pfusch, es ist eher die Einladung, so verstehe ich das immer, darüber nachzudenken, mache ich jetzt schon viel zu viel, ist das schon Goldrand oder fange ich erstmal damit an und mache den Bau, den es jetzt in dieser Situation überhaupt erst braucht, ja, oder die Ausarbeitung, ja, oder die Vorbereitung oder was immer das ist. Wie weit mache ich das, wie weit treibe ich das? Ja, Ja, ich glaube, das ist immer kann. situationsabhängig dann auch im Service. Also wenn ich jetzt ein SLA irgendwie habe, ne, also da müsste ich natürlich dann auch die 100% leisten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel noch denke, es gibt noch eine kleine Sache, die könnte ich dem Kunden mit 80% Leistung bringen und er wäre vielleicht irgendwie überrascht davon oder ne, würde sich halt darüber freuen, dann wäre es ja eine gute Sache, das zu machen, auch wenn es jetzt nicht 100% ausgearbeitet ist. Ja, genau. Also jeder fragt natürlich, wie, ich kann doch beim Kunden keine 80% abliefern, wenn er 100% bestellt hat. Ja, darum geht es tatsächlich nicht. Natürlich Nee, wollen wir nee, das genau. abliefern, ja, was er bestellt hat. Aber auf dem Weg dahin gibt es vielleicht viele, viele Einzelschritte, ja, bei denen ich mir überlegen kann, wie weit treibe ich die an der Stelle schon. Ganz schön, ja, von der Idee her. Das Ja, stimmt. kommt Pareto immer wieder mal. Ich würde noch mal gern zurück zur Abteilung zu kommen. Jetzt waren wir sehr bei unserer eigenen To-Do-Liste und wie uns der Tag treibt. Wenn ich jetzt eine Abteilung führe oder mit einem Team zusammenarbeite und ich möchte insgesamt auch ein besseres Zeitmanagement haben, dann rede ich ja in der Regel von Effizienz, aber auch von Wohlfühlen natürlich, gell? Nicht überlasten. Also rede ich von Effizienz. Was kann ich da tun bei Effizienz? Und vielleicht nur kurz: Ich brauche ja, da auch wieder einen Überblick oder Zahlen oder rückwirkend eine Idee, womit beschäftigen wir uns denn, wie oft, zu welcher Zeit, damit ich überhaupt eine Idee habe, zu beginnen, mal zu schauen, was gehe ich denn mal an und schaue ich mir genauer an. Kann ich das im Haus effizienter machen? Stimmt da mein Prozess? Sind wir dazu aufwendig? Machen das die richtigen Leute, die es am schnellsten und besten können? Ja? Habe ich die ausgebildet? Habe ich ihnen die Informationen zur Verfügung gestellt? Ja, meinen Leuten. Ja, das kann ich mir alles anschauen, natürlich. Und habe ich Möglichkeiten zu automatisieren? Ich will ja nicht alles automatisieren, macht gar keinen Sinn, aber die dicken Zeitfresser, lohnt sich schon mal ein Blick rein, kann ich das nicht etwas verschlanken? Und als letzten Tipp, apropos Zeitmanagement, wir sind schon am Ende unserer Zeit, die wir uns vorgenommen haben, ja, ist gut, die Zeit im Blick zu behalten. Ja, schöner Tipp vielleicht. Möchte noch eins mitgeben, was so mit Überlastung zu tun hat. Ich spüre bei meinen Kunden und höre das immer wieder, die Überlastung kommt auch sehr daher, dass sie ein Meeting am anderen haben. Mit den Online-Meetings viel ist leichter geworden. Man müssen sich nicht mehr treffen. Ja, also von das her ist eine Erleichterung. Allerdings, es kommt ein Meeting von 10 bis 11 rein und das nächste ist von 11 bis 12. Und das ist nicht mal eine Sekunde dazwischen. Ja, also mal auf Toilette zu gehen, sich einen Kaffee zu holen. Und meine Einladung ist da eindrücklich, Zeitmanagement heißt auch Nein sagen. Ja, absolut. Zeitmanagement heißt Nein sagen und dann eben wirklich sagen, das geht nicht. Ich, oder im Kalender blockieren oder Unternehmen kommen dahin, dass sie sagen, es gibt immer nur noch Meetings bis 10 vor, damit die nächsten um voll anfangen können. Da sind wenigstens 10 Minuten dazwischen. Und mal überlegen, was muss ich alles als Videomeeting machen? Manchmal hilft es auch einfach, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Bis dahin, wen brauche ich dafür wirklich? Ja, Genau. genau. Ja, genau. Ja, genau. Und auch das ist eine Überwindung, ja, sich herzugrinsen und sich 5 Minuten morgens Zeit für sein eigenes Zeitmanagement zu nehmen. Ist das denn auch was, wo du die Aufgabe bei der Führungskraft dann siehst? Also das auch quasi als Regel in die Organisation reinzugeben? Also guckt, wie ihr das steuert, wenn ihr Meetings plant.
Wie ist das da aus deiner Unbedingt, Erfahrung? unbedingt. Und was ist eine Führungskraft immer? Vorbild. Ja, Ja, also genau. alle schauen hin, wie macht der das, ja, oder wie macht die das? Und klar, was macht mein Chef, meine Chefin? Das brauche ich einfach, ja. Und dann eben dahin zu gucken. Und wenn ich eine Kultur schaffe, in der wir aufmerksam für solche Punkte sind, wie ich sie eben genannt habe, dann habe ich schon einen Schritt gemacht, der vielleicht auch gar nicht zu anstrengend am Anfang sein muss. Ja. Kleine Schritte tun auch gut. Sich nur keine Zeit für Zeitmanagement zu nehmen, ist dann, ja, was ist Henne oder Ei, ja, wird keine Verbesserung bringen. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, also hier habe ich es nochmal. Nein, muss möglich sein. Ja, und für bestimmte Zeiten oder Rückzugsorte, an denen ich sagen kann, ich werde nicht gestört. Da gehe ich wirklich hin. Genau. Ja, genau. Apropos Zeit, du hast es gerade schon erwähnt. Wir sind schon am Ende der Zeit für heute. Genau. Und Ausblick, apropos, ja, auch das, frag doch mal die Kunden. Also das nächste 5 vor 12 wird sich damit befassen, ja, mit Kundenfeedback richtig und aktiv einzuholen. Wie mache ich das? Wann mache ich das? Was steht da drin? Und wen belästige ich damit und wen nicht? Ja, also wo hole ich mir denn an der richtigen Stelle die Sachen? Ja, wunderbar, genau. Wer sich das LinkedIn Live von heute nochmal angucken möchte, das gibt es natürlich bei LinkedIn weiterhin, aber wir platzieren das auch auf dem YouTube-Kanal von Marilla Wachs. Da kann man es auch nochmal nachgucken, wie auch die anderen Ausgaben, die es bisher schon gegeben hat. Und genau, nächste Woche ist Marilla mit mir am Start. Ich danke dir, Martin, dass du heute mit am Start warst. Hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Klasse. Ja, Zeit gut genutzt. Ja, genau. Genau. Alles klar, bis demnächst. Bis demnächst, gell? Tschüss. Jo, tschüss.